Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Wir gehen heute zu Milky Way, weil wir dahin müssen. Das ist unsere nächste Welt, die wir abschließen werden von der Mission her. Ich gehe jetzt ein bisschen die Reihenfolge nach, wenn das noch nicht aufgefallen ist. Schauen wir zum Himmel. So. Das ist der Bezwinger des der Labyrinth-Ruine. Oh Leute, hier gibt es ganz schön viele Blaumünzen. Naja, eigentlich gibt es nur 30, aber ich meine, hier gibt es ganz schön viele so versteckt so in den Labyrinth-Ruinen. Ich hätte einem Jungen vielleicht anreden sollen, da kommt vielleicht eine Cutscene. Ich könnte auch hier diese Kacke nutzen. Ah, ich weiß nicht. Ah, wie viel da gar nicht hoch. So, hallo, sag mir was. Das war eine gute Arbeit, Meister Mario. Danke dir, ist das Wasser, wieder so wie früher. Bravo. Was ist das? Das Wasser ist immer noch schwitzig. Schon okay. Ich denke, es wird wirklich ein Grundschiss. Scheint keine riesige Melone zu sein, aber ich werde dir ein Geheimnis in Bayer Paradiso. Okay, Bayer Paradiso. Ich sage mal Milky Way. Milky Way viel cooler. Schau dir das an. Da ist ein Schein, Mann. Hol ihn dir. Arschloch. Diese Bucht ist ein Grabstein des alten Paradiso-Königs. Blablabla. Fernandes Weg, Elfen, Zauberei, Sonne. Glaub mir, ja, stimmt wirklich. Okay. Was man machen muss, ist hier diese Typ-Dinger abschließen. Da kommen so ganz viele. Jetzt kommt so ganz viel Zeug. Oh mein Gott, nee. Komm schon, ey, mach richtig hier. Dann will man hier rüber. Was? Ey, komm. Wow, halt dich. Dann geht's hier rüber. Dann ist man schon fast am Ende. Seht ihr das schon hier, die blauen Münzen? Aber die hole ich dann später irgendwann. Wupp, wupp, komm schon, geh da hoch. Ey, Mann, geh da hoch. Okay, jetzt muss ich kurz schauen. Muss ich hier rüber? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, ich muss da rüber. Ja. Diese Kacke abspritzen. Kacke abspritzen gefällt mir, das ist mein Hobby. Ja, diese blauen Münzen hole ich dann irgendwann später. Ich habe da jetzt keinen Bock zu. Das reicht doch, glaube ich, gar nicht. Ich kann auch so rüber. Das geht viel schneller. Auch das M da, das interessiert mich gerade nicht. So, dann gehen wir hier rüber. Schnell, schnell los, bevor die Labyrinth-Dings wieder zurückgeht, weil das geht auf Zeit und so. Und hä? Was ist da los? Oh mein Gott, da ist der Blooper wieder! Blooper schlägt zurück. Oh mein Gott, wie hätte das gedacht, den Blooper wieder zu bekämpfen? Das gibt's doch nicht, ey. Okay, komm. Ich habe gemerkt, dass wenn man Stampfattacke, ich hab's im Video gesehen, wenn man Stampfattacke macht, dass man gerade alle auf einmal so treffen kann, da kann man nicht mehr treffen. Seht ihr? Es geht voll gut. Wird voll einfach. Kann ich jetzt hier... Oh, schade. Wäre voll cool gewesen, ey. Hätte ich den voll übersprungen. So, hab ich dich wieder. Aber ich muss zuerst das Gesicht abspritzen, weil ich sonst ausrutsche. So, kommt. Ich muss zuerst warten, bis alle Arme wieder dran sind. So, dann mach ich so. Okay, das hat nichts gebracht. Ein bisschen weiter zurück. So, noch ein bisschen weiter zurück. Was? Der kommt immer weiter zurück. Okay, so. Zack, dann habe ich dann schon die drei hier. Das sollte reichen. Ich glaube nicht, dass er mit dem letzten da angreift. Hat er nie gemacht, also wird er auch nicht. Und so, er hat mich besiegt. Oh, finde einen Weg zu bekämpfen, du bist so blöd. Ey, ich habe den schon dreimal jetzt gekämpft gegen den. Und jetzt endlich, boom. Oh, wir haben Feuer und unterm Arsch und Smash. Und bevor ihr jetzt diesen Schein ansagt, weil die hier diese Ding spritzen, gibt es da noch eine. Weil da kommt eine blaue... Oh, ich wollte nicht speichern. Da kommt eine blaue Münze raus. Und da kommt man ja auch nicht sonst nicht mehr dahin. Also ist das ziemlich dumm, wenn man den vergessen... Die zwei hier vergessen will. Gibt's da noch einen Topf? Töpfchen gibt ja auch Münzen. Ich will mir sicher sein, weil ich keinen Bock habe, hier dann eine zu suchen. Okay, das waren, glaube ich, alle. Ja. Dann holen wir jetzt einen Schein. Bravissimo! Wir haben schon 57 Scheine. So, wie schön ist das denn? Hm. Die Flasche der roten Münzen. Oh mein Gott. Ja, guck mal, eine Flasche. Ich bin so cool. Ich habe meine Angel da reingetan. Hey, sieh mal. Oh Mann, das sind die. Hallo. Heureka, ich weiß. Jetzt weiß ich. Weißt du, was ich weiß? Ich weiß jetzt jemand, wer das blablabla. Bla, bla. Ein buntes Meer natürlich. Bla 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 bla. Oh, okay, okay, jetzt muss ich ja trainieren. Mit dieser blöden Kuppel. Bla bla bla. Ja, oh, komm, ey. Ich weiß, wie es geht. So, zack.
Das ist voll, voll unrealistisch, schaut euch das an. Aber ich will ja nicht über die, die Logik von Mario-Spielen spielen. So, naja, kackt mich an. Okay, hier muss man allerdings so. Hier gibt es auch ein kleines Easter Egg hier in dieser Kiste, in dieser Bottle. Bottles Bonus Special. Oh mein Gott. Hier ist die nächste. Nächste. Dann die nächste hier. Dann hier. Nee, die habe ich verfehlt. So, dann hier oben noch irgendwo. Da. Komm. Dann hat es hier. Hat es hier noch welche? Nee. Da unten sind dann die letzten, glaube ich, schon. Ich weiß gerade gar nicht, wo das Buch hier ist, aber ich glaube, hier hat es ein Buch. War das hier? Wenn man hier steht und nach hinten geht. Aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme jetzt. Ah, da. Da ist die blaue Münze. Da, ah, der rote Münze. Die letzte. Oh mein Gott, schon die letzte, ey. Hooray. Man muss hier irgendwo stehen und dann mit der Kamera so rein. Dann sieht man so ein Buch. Anleitung oder sowas. Ich will mal kurz schauen, ob ich das hier irgendwie kriege. Ich weiß gerade gar nicht, wo man stehen muss. Ich hätte mich informieren sollen. Naja, ich könnte ja dann ein Video auf YouTube suchen. Ich weiß gerade gar nicht. Ist ja egal. Ich muss euch nicht alles zeigen. Nur das meiste. Bravissimo. Also ist der eigentlich normalerweise auf dem Teil da, aber keine Ahnung. War irgendwie Fehler. Bayer Devil, Bayer Paradies. Von Klempner zum Zahnarzt. Oh, Mario voll der Zahnarzt. Wenn ihr Probleme habt mit den Zähnen, geht zu Mario. Seht euch das an, von Klempner zum Zahnarzt. Ja, der sagt einem jetzt, man soll da hochgehen zum Opa und der Opa sagt euch dann, man soll dann runterspringen zu diesem, zum Wasserfall runter. Aber das werde ich nicht tun, weil man da, weil es schnell einen Weg gibt. Man kann auch von hier aus direkt in das Level hier. Man muss einfach hier in den Wasserfall in die Mitte gehen. Dann ist man da ein bisschen untertauchen und dann, ja. Der sagt euch einem oben, dass man dann Wasserfall springen soll und das ist ein unnötiger Weg, da hoch zu klettern, weil man auch so reinkommt. Also, das war's. Und hier kommt der Bossgegner, oh mein Gott. Ihr kennt das schon von der Musik her, darum ist das nicht Spoiler, wenn ich sage, dass dein Bossgegner kommt. Oh Mann, ey, voll die Ewigkeit, bis der da runterkommt. Mariumchen. Okay, ja, das sind Luftblasen. Eklige Luftblasen, giftiges Material. Oh mein Gott. Gut, dass du so Sensoren hast, ey. Sonst bist du ja für nichts gut. So, wenn man diese so abspritzt, kriegt man Luft. Luft. Ich will Luft. Hallo, ich will Luft. So, seht ihr? Oh, da kommt jetzt da hoch. Jetzt muss man seine Zähne putzen. Wer hätte das gedacht? Dass man unter Wasser mit Wasser Zähne putzen kann. Aber ich will ja nicht über die Logik von Mario-Spielen spielen. Ich sag, ich bräuchte mal Energie. Ich geh mal zu den Münzen. Oh, okay, ich hab das. Ich geh Luft wieder gut. Kein Problem. Es geht auch so. Ich ist dagegen. So, zack. Da haben wir diesen Zahn schon geputzt. Ey, ein Gegner, den man durch Zähneputzen besiegt, ey. Wer Mario Sunshine wegen sowas nicht mag, ey, das kann ich nicht verstehen. So, komm. Zahnputzen. Ich glaube, das ist auch eine Mission, die die Kritiker von diesem Spiel nicht unbedingt mögen. Naja, jedenfalls ist es nicht sehr logisch. Oh, komm, geh weg. Aber Logik hat jetzt bisher noch nie gestört beim Mario-Spiel. Und da fällt der Zahn sogar raus. Okay, vielleicht mal Münzen einsammeln gehen. Keine schlechte Idee, jetzt wo der Pause macht. Oh, ist dir das zu hart? Sind dir deine Zähne zu empfindlich irgendwie? Ich kann auch gut die 100 Münzen sammeln hier im Wasserteil. Dem es glaubt oder nicht, das ist möglich, denn hier sind ganz schön viele Münzen verteilt. Jetzt ist er wieder oben. Was ist das eigentlich, so ein Aal oder so? Ja, diesen Zahn habe ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn der einen einsaugt. Ist das nie passiert. Ich bin zu gut. Oh Mann, dreh doch endlich. Die Kamera ist gerade blöd hier irgendwie. Okay, dieser Zahn hier noch. Was dreht er sich wieder, ey? Hast du nichts anderes zu tun? Der Kampf geht eh schon viel zu lange jetzt. Nein, schließt den. Oh mein Gott, soll ich was gefressen worden? Luin! Dann drüben diesen Zahn. Geh nicht wieder runter, nee. Oh Mann, ey. Du tust den Kampf unnötig rausziehen. Mann, denk doch an das YouTube-Limit. Willst du nicht auf YouTube oder was? Soll ich bekannt werden durch mich? Ich tu dir doch einen Gefallen. Ist berühmt.
Du bist berühmt dank mir. Okay, ich könnte vielleicht so eine Blase machen. Aber hätten wir kommt gleich so hochgeschossen. Hast du denn? Nee. Ich dachte gerade, ich habe seinen Zahn. So. Und da fällt John auch schon wieder raus. Okay, ich will hier eine Blase sauber machen. Das geht natürlich nicht. Oh Gott, nee. Münze, Münzen, Münzen. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Okay, da drüben, da sind noch welche. Boah, schon 11 Minuten. Ich müsste definitiv was rausschneiden oder schneller machen. Ah, das kalt schon wieder an, ey. Ich mach's in 2 Parts. So, komm. Nee, dreh dich doch nicht. Oh, Mann, dreh dich nicht. So, komm, komm, Zahn. Zahn, hier bin ich. So, ich hab mich eingefangen. Ja, wenn du die Zähne zu bekommen hast, der hat noch einen. Dieser Zahn. Den goldenen hat er jetzt auch verloren. Da ist sicher ein Schein drin. Oh, nee. Oh, schau dich das an, das ist ein Herz. Herz aus Münzen. Okay. Ich muss da was rausstellen, meine Tschüss. Das passt mir nicht. Gut. Oh, seht euch das an, das Herz. Oh, er liebt uns. So, das war's für heute von Let's Play Super Mario Sunshine. Ich danke euch fürs Zuschauen.